Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer neuen Abendroutine. Ich habe hier mal begonnen, abends um 17 Uhr circa bei uns. Und der Benedikt liegt hier noch ganz, ganz brav, schon halb am Schlafen unter seiner Rainforest. Das ist so ein Spielbogen von Fisher-Price. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der ist total bunt und macht Musik und macht Licht. Den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und da liegt er eben abends noch ein bisschen, bis er dann müde wird. Und dann merke ich langsam, okay, ich sollte ihn fertig machen und ins Bettchen legen. Wie gesagt, beginnt es bei uns immer so um 17 Uhr. Aber Babys sind ja immer verschieden. Und da kann man ja nie so recht planen. Aber so eine kleine Abendroutine gibt es eben. Und dann nehme ich den Kleinen hoch und dann gehen wir rüber ins Babyzimmer. Und da wird der Kleine erstmal frisch gemacht. Das heißt, wir ziehen ihn um, wir wickeln ihn, wir machen seine Haare schön. Manchmal wird er noch gewaschen, das habe ich ja heute nicht gemacht. Das habe ich nämlich schon am Morgen gemacht. Und dementsprechend habe ich ihn jetzt hier nicht mehr gewaschen. Aber natürlich einmal ausziehen, Windel wechseln. Aber das seht ihr ja. Ich ziehe den Benetton abends immer noch einen neuen Body an. Das weiß ich nicht. Gehört für mich einfach dazu. Ich finde, so ein Body ist eine Art Unterwäsche für Babys. Die schwitzen sehr, sehr viel in den Body rein. Und dementsprechend gibt es hier einen neuen Body für heute Abend. Da habe ich mir so einen Kurzarm-Body ausgesucht, weil es ist wirklich sehr, sehr warm hier. Und dann gab es eben so diesen Kurzarm-Body. Dazu habe ich einfach eine Hose kombiniert als sozusagen Schlafanzug. Das fand ich für dieses Wetter einfach sehr angenehm und super süß, weil die Hose ist neu und die ist einfach so zuckersüß. Dann kämme ich natürlich seine Haare, dafür habe ich meine Zahnbürste und mein Wasser mit dem Leichtkammspray. Also das empfehle ich euch auch, wenn ihr ein Reborn Baby habt, was ein Roting hat, dann benutzt auf jeden Fall so ein Leichtkammspray. Das ja, mischt ihr einfach mit Wasser und dann riecht es erstens total gut und ihr könnt die Haare damit wirklich super formen. Einfach mit der Zahnbürste dann die Haare so wie ihr wollt, könnt ihr sie dann legen und dann sieht der Kleine wirklich super aus. Es ist vor allem auch ganz wichtig bei den Roting, weil die Haare können sonst verfilzen oder ja, wenn man sie lange nicht kämmt, dann können sie auch kaputt gehen oder ausreißen. Also ganz wichtig, dass man da wirklich oft genug kämmt und die Haare immer wieder in die Position legt. So, wenn ich den Kleinen richtig schön angezogen habe, dann lege ich ihn erstmal ins Bettchen. Denn dann gibt es natürlich noch eine Flasche.
Aber er war jetzt ruhig und dementsprechend habe ich ihn einfach ins Bettchen gelegt und habe die Flasche dann in Ruhe gemacht. Da habe ich, wie gesagt, meine Fake-Milch, wie ihr wisst. Und da habe ich jetzt einfach schon Wasser in der Flasche gehabt und habe einfach 2 Löffel Fake-Milch da reingetan, also unseren Kaffeeweißer. Und dann gibt es erstmal was zu essen für den Benetton. Ja, ich habe mich jetzt schön ins Fenster gesetzt mit dem Kleinen und dann haben wir ja die Zeit noch so ein bisschen genossen zu zweit, bis er dann nachher schlafen gehen muss. So, nachdem wir die Zeit dann genossen haben, dann geht der Kleine ins Bettchen und da lege ich ihn erstmal rein, decke ihn schön zu und streichle ihn noch ein bisschen, damit er wirklich weiß, okay, jetzt geht's ins Bett. Und dann, ja, schläft der Kleine auch relativ schnell ein. So, ich habe dann nochmal schnell die Flasche weggetan. Er hat heute nicht so viel getrunken. Und dann war es auch schon mit der Abendroutine. Das war so unser kleiner Abend. Ich gebe jetzt hier noch Bennett in seinen Schnuller. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!